Hallo Camping- und Outdoor-Freunde. Seid gegrüßt. Wer bist du? Ich bin natürlich auch der Jörg aus Eisenberg. Nicht ganz so weit weg. 20, 25 Kilometer. Ich dachte, schaust mal vorbei beim anderen Jörg, was der so treibt bei dem schönen Wetter. Und jetzt sagen wir mal, wie es wirklich war. Ich habe dich heute zufällig auf der Straße entdeckt, als ich mit dem Auto vorbeigefahren bin. Und da habe ich mal aus dem Fenster geschaut und da hat er mich gleich erkannt und ich kenne ihn auch, also sein Camper. Und habe gesagt, du musst mir jetzt gleich mal folgen, damit wir ein Video machen können. Also nicht nur ein Video, sondern wir haben jetzt auch uns ein bisschen kennengelernt. Und ja, wir werden uns bestimmt öfters mal sehen, stimmt's? Das kann passieren. Ja, ich gehe jetzt schwer davon aus, dass wir auch gemeinsam mal einen Ausflug machen. Weil der Jörg ist nämlich auch an derselben Stelle unterwegs, wo ich mit meinem Camper war, als ich das Video einfach mal raus 1 gedreht habe. Da wolltest du nämlich heute eigentlich hin. Habe ich wieder erkannt und gesagt, okay, schaust mal wieder hin. Ich war vor 2 Wochen schon mal dort und wollte halt heute das schöne Wetter nutzen und halt nochmal eine Nacht draußen schlafen. Wir wollten jetzt mal die Situation ausnutzen oder ich wollte sie ausnutzen, um euch das wunderschöne Teil hier vorzustellen, was er selber gebaut hat. Und diesmal werde ich nicht so viel reden, weil erstens weiß ich eh nicht so viel darüber Bescheid. Bis auf ein Detail, was mir schon beim Fahrradwohnwagentreffen aufgefallen ist, das wird er euch gleich erzählen. Hier könnt ihr es vielleicht an diesem Auspuff, sage ich mal, erkennen. Er hat nämlich eine Heizung eingebaut. Wir fangen am besten mal ganz vorne an. Und zwar, du hast es ja alles selber gebaut, ne? Oder ja, hast du irgendwelche Komponenten, die schon Deichsel oder... Alles selber gebaut, sind aber Fertigkomponenten wie die Achse, Räder. Ja, das ist natürlich gekauft und dran gebaut. Hast du das bei... Wo hast du das gekauft? Naja, beim teuersten, die es gibt... Hinterher.com, kann ich das sagen? Ja, kannst du sagen, weil ich habe da auch die bestellt. Die haben geile Sachen, teure Sachen, aber halt qualitativ halt auch hochwertig. Ja, muss jeder selber wissen, ob er das Geld ausgeben kann und möchte. Ja. Einmal richtig Geld ausgegeben und lange daran Freude gehabt. Weberdeichsel. Ist die aus Edelstahl? Nee, das ist Alu. Aluminium. Okay. Aber halt die Schwerlast, die soll wohl oder ist wohl besonders stabil. Wie hast du den gebaut? Aus was besteht der? Der besteht aus 25er Aluminiumprofil ringsrum. Ich habe da keine Unterschiede gemacht. Das ist alles dasselbe Profil. Und hier kann man es vielleicht sehen. Hier sind diese Kunststoffsteckverbindungen. Und dann kann man die ganzen Sachen schön ineinander stecken und hat schon den kompletten Rahmen. Dann, okay. Sehr stabil und es passt halt dann alles. Ja, dann haben wir jetzt schon gesehen hier, Hohlkammerplatten, stimmt's? Hohlkammerplatten, 4 mm, alles beplankt damit, ringsrum, geklebt und dann geschraubt. Keine Dämmung, aber kriegst du es warm, weil du hast jetzt hier eine Heizung eingebaut? Die Heizung, die ist gut. Ich heiz dann von außen zu, da kommt der Heizer, Spiritusheizer, draußen unter das Rohr. Ich habe dann einen kleinen Lüfter da hinten, der die Luft an diesem Rohr vorbeibläst und dann ist sozusagen wie ein Warmluftgebläse. Das funktioniert ziemlich gut. Das ist wie so ein Warmluftgebläse dann ringsrum. Deswegen die Dämmung ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Keine Ahnung, vielleicht wäre es wärmer mit Dämmung, wahrscheinlich schon, aber es funktioniert so ganz gut. Ich habe so mal gemessen, so 16, 17 Grad über Außentemperatur, also bei 0 Grad hat man dann 16, 17 Grad drin plus. Und wie lange dauert das, bis die 16 Grad sind? Sehr schnell, weil du ja, das Rohr muss warm werden, das dauert vielleicht 3-4 Minuten und dann geht es eigentlich schon voll los. Kannst du uns mal diesen Spiritus-Kocher, nimmst du ja, zeigen, ja, der da drunter kommt? Das ist dieses geile Teil, das ist hier so ein Lecho-Glas. Das habe ich genommen, weil wenn ich es voll mache, reicht das ungefähr 8 Stunden zum Brennen. Mhm. Das ist hier auch als Windschutz anbrennen. Hier mache ich halt die Flammenhöhe, stelle ich hier ein. Dann klappe ich es rum und hier ist dann dieses Kupferrohr drin und dann geht die ganze Wärme oben ins Rohr. Wir können es ja mal zeigen, wie das da drunter steht. Ja. So, wir wollen das alles hier genau sehen, weil ich habe nämlich beim Fahrradwohnwagentreffen gesagt, das baue ich mir nach. Und jetzt sehe ich das hier original. Da entsteht dann so ein Kamineffekt. Ich kann dann auch noch was, ich habe noch was zum drunterstellen. Und da zieht die ganze Wärme rein und hier oben kommt dann halt so ein bisschen Wasserdampf raus, das sieht man dann. Ja. Und wie gesagt, hält so ungefähr 7 Stunden, 8 Stunden auf kleinerer Flamme, als nicht Vollgas, aber auf kleinerer Flamme, 7 Stunden Wärme.
Wenn es natürlich nachts alle wird, dann hat man das Pech, dass man raus muss und dann frisch auffüllen muss. Der Vorteil ist, man hat drin keine offene Flamme, man hat keine Abgase, man kann sich von der Sache her nicht verbrennen. Ja. Es ist nicht gefährlich innen. Und naja, ich finde es ganz gut. Hat sich schon bewährt. Schon einige Nächte geheizt und... Du sag mal, ist das deine eigene Idee gewesen oder hast du dir das auch mal abgeguckt? Da muss ich ehrlich sagen, ist meine eigene Idee. Das habe ich bei keinem gesehen. Nachdem ich mir meinen Schlafsack hier drinnen verbrannt hatte, ich hatte es nämlich erst anders. Dann war die Wärmequelle hier drin. Und da habe ich mir meinen Schlafsack verbrannt und dachte mir, nee, das machst du nicht mehr so. Der Brenner kommt nach außen. Und ja, dann ist das Rohr heiß oder wird das nicht sehr heiß? Das wird unten ziemlich heiß und kühlt aber dann oben ab durch die Luft, die dann vorbeiströmt. Also unten kann man es nicht, unten würde man sich verbrennen. Oben kann man es dann auf jeden Fall schon anfassen. Also deswegen hast du jetzt hier das Blech, oder? Deswegen sind die zwei Bleche davor, dass ich mich nicht verbrenne und meinen Schlafsack nicht verbrenne. Und ab hier ist es auch nicht mehr so heiß, oder doch? Da, je nach Flammenhöhe kann man sich da schon noch verbrennen, wenn man möchte. Aber es ist nicht so, dass ich da kleben bleibe oder was. Also so, mir sind noch viele andere Besonderheiten aufgefallen, die ich nur bei deinem Wohnwagen bisher so entdeckt habe. Okay. Und zwar nämlich der Motor. Du hast ja jetzt hier, auf der Seite nicht, aber auf der anderen Seite, wir können es ja noch mal zeigen, einen sichtbaren Antrieb. So sieht das von außen aus. Das ist natürlich eine ganz große Hilfe bei steilen Bergen, kann sich jeder vorstellen. Na, dass die Kiste, die wiegt wahrscheinlich vollgeräumt 80 Kilo, jetzt mit Solarpaneelen und na, der Motor wiegt auch. Das ist so ein, sag ich mal, billiger China-Umbausatz, den ich mir hier reingebaut habe. Aber der zieht halt ordentlich durch am Berg. Was heißt billig? Wie viel hast du da bezahlt? Kostet 100. Knapp 160 Euro. Alles komplett, was man komplett braucht? Also ohne Akku. Ne? Ohne Akku. Aber Motor, Controller, Bediensache. Kann man das von innen sehen? Ja. Dann schauen wir uns nochmal an. So, das wäre dann der Motor von innen. Also man sieht, ich habe das nicht alles verkleidet. Ich habe das nicht so richtig wunderschön gemacht, wie das manch anderer macht. Es ist halt mehr praktisch und einfach. Ja, Hauptsache funktioniert. Und man kann es ja noch im Nachhinein verkleiden. Könnte man, ja. Was gehört hier noch dazu? Der Motor ist ja das eine und du hast gesagt Steuerelektronik oder was war das? Ja, der Controller ist dann dort links unten. Ach, das hier? Ja, der liegt dort einfach so rum. Okay. Und wie geht das dann weiter? Das wird ja vom Fahrrad gesteuert, denke ich mal. Ja, naja, das ist einfach so ein Daumengas. So ein normales. Das wäre dann, das ist dieser ganz normale... Stimmt, bewegt sich. Und dann geht's los. Ja, das macht man normal an Lenker. Jeder wird das kennen. Kommt an Lenker. Ich hab's in der Hand. Ich fahre natürlich nur auf Privatgelände mit diesem Motor, weil das ja nicht STV ist. Ja, das wissen wir natürlich alle. Ja. Davon gehen wir aus. Deswegen ist das nicht dran gebaut, sondern ist währenddessen ich auf der Straße fahre aus und hier drin. Ich hoffe, dass das so in Ordnung ist. Das ist in Ordnung. Habe ich jetzt abgenommen. Okay. Und dann hast du hier noch eine super tolle Solaranlage. Ja, ein paar schöne Solarpaneele, die ich klappen kann. Die kann ich dann ein bisschen zur Sonne ausrichten. Wer welche hat, weiß, dass das viel ausmacht, der Winkel zur Sonne. Mhm. Das hast du jetzt hier auf der Seite mit Panzertape nur befestigt, oder? Die ganze Kiste ist hier nur mit Panzertape ringsrum beklebt. Eine ganz einfache Sache. Durch dieses Gewebeklebeband kriegt man noch so eine richtige Stabilität ringsrum. Das hält nochmal die ganze Kiste richtig zusammen. Was man natürlich nicht hat, wenn man jetzt irgendwie nur foliert und so. Da hat man ja die einzelnen Flächen. Mit dem Panzertape ringsrum, das ist dann nochmal wie ein Gurt ringsrum, kann man sagen. Hält die ganze Sache nochmal zusammen. In dem Falle auch meine Solarzellen. Und dicht ist es. Dicht ist es, wenn man mal irgendwo hängen bleibt und kratzt lang, ruckzuck, entweder abgerissen oder einfach nur drüber geklebt, neues Band. Ist eine gute Sache, sieht nicht so geil aus wie foliert, ich gebe das zu. Das ist nicht der schönste Wagen, aber praktisch und einfach. Wie lange bist du schon damit unterwegs oder wie viele Kilometer hast du schon weg? Kilometer schätze ich mal so 2500. Jetzt insgesamt ein Jahr habe ich die Kiste jetzt schon. Und ja. Irgendwas kaputt gegangen zwischendurch?
Ja, die Scheibe habe ich mir eingeschlagen, weil das ein bisschen zu eng war. Wie hast du die jetzt hier befestigt? Auch bloß mit Panzertape? Ja. Also die habe ich aufgeklebt. Hier ist der Alurahmen drunter. Habe ich mit diesem Sigla 553 oder so, was das ist, aufgeklebt und dann halt mit Panzertape und fertig. Und dadurch konnte ich auch die Scheibe ganz einfach wechseln, abgeschnitten, ausgeschnitten, neue Scheibe rein und ja, fertig. Prima. Hier hast du ja noch die Steckachsen von hinterher, ne? Das ist alles von hinterher. Das ist diese Achse und dann diese Steckachsen. Und auch die Klemmprofile, die habe ich, glaube ich, auch bestellt. Ja. Wo man die Achse befestigt. Genau, die gibt es alles. Und dann kann man einfach so das Radio draufstecken und hier, ja, mit dem Knopf kann man das lösen und abziehen. Ja. Und das Schutzblech, kannst du auch von hinterher? Die sind auch von hinterher, die sind auch fast geschenkt. Aber man hat halt diese Fläche hier hinten, da habe ich halt das mit Klettband gemacht, weil es muss bei mir abnehmbar sein, weil meine Tür ist nur 89 cm breit und mit den Rädern ist es dann ein Meter, das geht halt nicht. 2,20 Meter lang und 85 breit. Und die Höhe? So, dass ich drin sitzen kann, habe ich es halt so hoch gemacht. Ach so, der Grundgedanke für den Wagen ist von einem Schweizer. Der hat sich auch genau den Wagen mit den Fenstern gebaut. Alles ein bisschen anders, andere Maße. Aber von denen habe ich diese Kastenform und das mit diesen Fenstern und mit diesem geilen Regal hier vorn drin. Da stehen meine ganzen Kisten drin, da ist Essen, naja, alles, was man so mit hat. Und wenn ich halt was brauche, kann ich mir das ohne den Bettkasten aufzuklappen oder irgendwas, nehme ich mir meine Kiste raus und kann dann mir halt alles rausnehmen, ohne irgendwo rumgraben zu müssen. Finde ich, wo der Schweizer die Kiste, also sein Wagen gezeigt hat im Video, ich dachte, ey, das Regal, super, gefällt mir, baust du nach. Ja, sehr praktisch. Dann hast du hier noch eine wunderschöne, lass mich raten, Markise. Jawohl. Ja, das ist natürlich, gell, Luxus pur. Irgendwo müssen die 80 Kilogramm Gesamtgewicht herkommen. Ja, das ist natürlich dann die Solarzellen und das und das und der Motor. Da kommt einiges zusammen. Aber es ist eine geile Sache. Ausziehen, ich habe zwei Stäbchen mit, abspannen. Ja, mach doch mal. Also ohne Stab, nur mal rausziehen. Geht das oder geht das nicht so schnell? Wo hast du die gekauft? Was ist das jetzt für eine? Das ist im Internet bestellt. Das ist, ja. Das ist so eine Senkrechtmarkise. Die lässt man eigentlich so runter irgendwie. Ne? Ist vielleicht etwas eingefroren, oder? Ja, das kann sein, dass hier ein bisschen Eis drin ist. Man hat dann noch eine schöne Sitzfläche drunter, also das reicht, um Regen abzuwehren und dann im Sommer vielleicht auch die Sonne. Reicht. So lang ist die? Wäre dann so, ja, rechts und links ein Stäbchen und abgespannt und dann hat man eine schöne Fläche zum drunter sitzen, zum drunter kochen. Wenn mal 2-3 Tage Regenwetter ist, dann kann man sich da mal drunter setzen. Was haben wir noch nicht? Ich glaube, die Stützen, die hast du ja jetzt hier so gebaut. Ja, das sind die Originalen von hinterher Dingsbums, hinterher kommen. Ach, die gibt es so fertig zu kaufen, auch mit, ja, den Klemmen. Ganz einfach, ich habe bei anderen gesehen, bei anderen Wohnwagenbauern, dass die alle Probleme mit ihren Stützen haben. Jetzt gibt es ja da Leute, die sich das ausdrucken lassen oder selber ausdrucken. Die sehen mir auch richtig gut aus, die Stützen, aber zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Ich habe es dann halt bestellt. Warum ist das hier so lang? Wenn ich die Räder abhab, ja, lasse ich das ab, damit ich durch die Tür fahren kann. Da habe ich hinten noch zwei Stützräder oder zwei Hilfsräder. Das sind hier diese. Und da kann ich das dann auf diesen Rollen nach innen transportieren in meine Werkstatt. Alles durchdacht. Ja, hinten nochmal dieselben Stützen. Die Beleuchtung haben wir schon vorhin gesehen. Das ist einfach mit Batterie. Die halten angeblich 180 Stunden. Irgendwo haut das auch hin. Reicht. Ich wollte da nicht extra Kabel ziehen und alles. Hier ein schöner Griff rein. Man muss ja das öfters mal rumheben, wo man nicht durchkommt oder so. Macht sich auch gut. Einmal hier Zwangsbelüftung. Querlüftung ist unten in der Ecke, ist ein Lüfter eingebaut. Ein Elektrolüfter.
Sehen wir den? Ja. Ach ja, da sehe ich den. Da unten ist er. Normal reicht das, ohne dass ich einen Lüfter anhabe, wenn ich nachts drin schlafe. Im Sommer kann man dann halt auf volle Bulle stellen, da hat man ein bisschen Durchzug, und aber trotzdem keine Mücken drin. Wo ist deine Batterie? Die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Sie wird alles von vorne gespeist. Ach so. Wo alles ist vom Fahrradakku? Wird die Solar, speist die Batterie vom Fahrrad an, ein oder wie? Ja, kommt alles in die, also ich habe nur diese Hauptbatterie und die speist halt wo ist denn den die? Motor, den Motor und wird geladen vom Solarstrom. Ach, da drin? Ja, die ist hier. Ah, das hast du alles selber gebaut? Ja. Davon wird auch der Motor vom Fahrrad? Ja. Das sind 60 Amperestunden immerhin. Ja. Eine ganze Menge. Das sind 2,3 kW so ungefähr. Okay. Ja, 2300 Wattstunden. Reicht schon eine Weile. Aber mit dem Wohnwagen hinten dran, man braucht natürlich auch ganz schön Strom. Gerade wenn es bergig wird. Und ja. Wo ist der Solarladeregler? Den gibt es nicht. Wieso denn das? Brauchen wir den nicht oder wie? Wer das braucht, soll es dran bauen. Ich bin Elektriker, aber ich kenne mich damit gar nicht aus. Und ich stehe mal da wie so ein Volltrottel, weil ich immer nicht weiß, wie man das umsetzt. Braucht man den nicht? Normal soll einer dran, wenn man nicht aufpasst im Sommer, kann man die Zellen überladen, weil halt keine Regelung da ist. Ich bohne jetzt voll durch, ohne Regler. Die Solarzellen haben im Maximum 60 Volt Leerlaufspannung. Hier wären Maximum 42 Volt Ladeentspannung. Da braucht keiner zu denken, dass da irgendwas passiert. Die Spannung geht sofort auf diese, wenn ich jetzt hier 37 Volt im Akku habe und ist volle Sonne und steckt die dran, dann geht das sofort auf 37 Volt runter und lädt dann halt. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich es nicht überlade. Aha. Also kurz vor voll würde ich dann vorsichtshalber die Solarzellen rausziehen. Und dann kriegst du das mit? Das werde ich dann sehen. Wenn ich es nicht mitkriege, dann wird es hier warm. Zuletzt haben wir jetzt hier noch kurz das Fahrrad. Ist ja ein wunderschönes Schmuckstück. Mit Piniengetriebe. Ein HB Velotech Scorpion FS 26. Genau das ist es. Ja. Geile Sache, das Rad. Was hast du da unten noch für eine... Ist das auch ein Akku oder was ist das? Nee, das ist mein Controller für den Motor, für den Antrieb. Ach, vom hier. Fahrrad, ja. Ach so, okay. Das ist original bei dem HW. So, oder? Nee, das habe ich auch selber dran gebaut. Auch selber gebaut? Ja, selber dran gebaut. Was HP da anbietet, das hat mir persönlich nicht so gefallen. Mhm. Und preismäßig bin ich da auch ein kleines bisschen besser, wenn ich mir das selber kaufe und dran baue. Oh, mir fallen gerade fast die Finger ab. So kalt ist das hier draußen. Ja, aber es war sehr aufschlussreich, auch für mich. Also, du musst mir noch viel mehr Details erklären hier, gerade was das Solarladen betrifft und so. Ja, wenn ihr noch Fragen habt da draußen, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Du liest ja mit, stimmt's? Selbstverständlich. Und du kannst ja dann auch die Fragen beantworten. Würde ich mich freuen, weil ich kann es nicht. Also gerade so technische Sachen. Ja gut, ich bin noch kein Elektriker oder irgendwas, aber wenn... Ja, was du wie gebaut hast, also jeder baut natürlich auf eigene Gefahr, ganz klar. Aber man kann sich ja bei den einen oder anderen mal was abgucken. Ja, hat mich sehr gefreut, dass du hier das Video mit mir gemacht hast. Ja, und wir werden uns noch ein bisschen weiter unterhalten und mal sehen, wo du heute schläfst. Ansonsten für euch da draußen, danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg und... Und Jörg. Jörg und Jörg. Mach's gut, Jörg. Ciao. Ciao.